Hast du einen aggressiven Operator da und löst damit zwei Euler-Schemata, dann sind beide Lösungen relativ nah. Konkret steht als Abschätzung da. Zumindest wenn das Produkt aus dem Maximum der Feinheiten und Omega kleiner als ein halb ist. Die Norm der Differenz aus U Theta von T und U Theta Dach von T Dach ist per se nach oben beschränkt durch E hoch 4 T Omega plus mal die Summe vieler Terme, die man hier noch nennen muss. Die Norm der Differenz aus jeweils Stadtwert und U Dach, was ich für alle U Dach V Dach aus dem Operator mach. Und der L1 Abstand von F Theta und G und das Ganze nochmal mit F Theta Dach und G. Und dieses G ist dabei hier eine beliebige Funktion mit Werten in x und beschränkter Variation. Und der letzte Summand ist nun ein großes Produkt und dessen erster Faktor ist ein großes Wurzelkonstrukt aus dem Quadrat der Summe aus den folgenden beiden, der Abstand der Zeiten und der Summe der Feinheiten. Und dazu addiert wird jeweils Feinheit mal Zeit, womit uns am Ende nur der andere Faktor übrig bleibt, die essentielle Variation von G plus die Norm der Differenz von G von 0 plus und V Dach. Und wenn ich noch notiere, dass das für alle Zeiten gilt, steht alles hier. Hast du einen akkreptiven Operator da und löst damit zwei Euler-Schemata, dann sind beide Lösungen relativ nah. Konkret steht als Abschätzung das hier.